Damn. Yeah. Hallöchen, so. Savage, Emacs. Arschkalt, aber wir ziehen es trotzdem durch. Da kennen wir nicht. Wir haben ein Fast Stock Emacs. Er hat das Casio 1515 drin, Quick Run. Am 4S. XC90, wir sehen, hinten haben wir schon eine RPM Dämpferbrücke, die hat es nicht ganz ausgehalten. Wheelie Bars montiert, sonst ist alles Stock. 7 Racing Reifen, Servos sind von Turnigy. Von hinten auch nochmal alles Serie. Dann haben wir hier natürlich den Savage, ne? Auch 4S. Erst mit 17mm Mitnehmer und die MT Pioneer von Lois. Alles Stock. Ja, wir werden erstmal ein bisschen rumgurken, dann werden wir die Kamera ein bisschen dazustellen und dann werden wir noch ein Statement abgeben, würde ich sagen. So, ja, das soll es von den Eindrücken erstmal gewesen sein, würde ich mal sagen, weil, wie gesagt, ist halt arschkalt, also groß springen können wir nicht. Ein bisschen was haben wir versucht, um die Haltbarkeit zu testen. Wie man gesehen hat, ich werde das nicht irgendwie rausschneiden, irgendwelche Fails oder so. Beides grundsolide Autos, beides sehr teuer. Aber ich wage mal zu behaupten, von der Grundbasis her ist der HPI die bessere Wahl. Aus dem einfachen Grund, dass er vom Stand her, also aus der Box raus, quasi alles Heavy Duty hat, was Antriebsstrang betrifft. Motorentechnisch nehmen sie sicher nichts. Beim Emacs hat man das große Problem mit den Bulkheads und halt, dass die Antriebswellen aus Kunststoff sind. Wie gesagt, beim Emacs hatte ich euch gesagt, dass ihr auf jeden Fall
die Mitnehmer ändern müsst. Hier sind ja jetzt von Entegi 70 mm drauf. Dann habt ihr echt ein geiles Auto. Ja, wie gesagt, leider durch Temperaturen bedingt konnten wir jetzt nicht groß heftige Sprünge machen und irgendwelche großartigen Tests. Leider. Aber mal sehen, vielleicht können wir das noch irgendwie wiederholen. Aber ich glaube nicht, dass das Wetter sich in der nächsten Zeit jetzt ändern wird. Deswegen soll es das so gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch die Entscheidung ein bisschen abgenommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.